Hallo Westwing, willkommen bei mir zu Hause. Hereinspaziert in den Urban Jungle. Mein Name ist Igor, ich bin Interior-Blogger und beschäftige mich mit den Themen Wohnen und Pflanzen vor allem und wohne seit einem Jahr in Berlin und ich würde sagen in einem sehr grünen Zuhause in Berlin. Herzlich willkommen in meinem Wohnzimmer, das ist so das Herzstück der Wohnung, der größte Raum mit großen Pflanzen, mit Kunst und Design aus verschiedenen Ländern, vieles aus Brasilien, unter anderem das Werk an der Wand von einer Textilkünstlerin aus Brasilien, eigens für uns angefertigt. Das ist hier so der Raum, wo ich mit meinen Freunden am liebsten zusammenkomme, eine schöne Zeit verbringe, wir so ein bisschen dieses Dschungelfeeling genießen und einfach einen Abend zusammen haben. Und hier sind wir in meinem Homeoffice und Gästezimmer. Der Raum hat also zwei Funktionen. Einerseits ist hier mein Arbeitsbereich, wo ich meinen Blog schreibe oder auch kreative Projekte umsetze. Ebenso ist hier ein Sofa für die Gäste. Das kann man umwandeln in ein Ein-Personen-Bett und da kann dann mein Gast auch hier übernachten. Natürlich inmitten von Pflanzen, denn das ist ja immerhin ein Urban Jungle hier. Also wenn man sich mit Pflanzen einrichten möchte, sollte man von Anfang an quasi das Konzept der Pflanzen so ein bisschen im Hinterkopf behalten und wissen, was Pflanzen benötigen. Das sind einmal so Themen wie Licht, Temperatur, Luftfeuchtigkeit. Das heißt, man überlegt sich schon Anfang an, wo ist eigentlich der Raum optimal für Pflanzen. Hier sind wir in meinem Schlafzimmer. Für mich ist das Schlafzimmer ein Raum, der nicht nur zum Schlafen da ist, sondern auch zum Entspannen und zum ein bisschen runterkommen nach einem langen Tag. Deswegen habe ich auch eine kleine Lounge-Ecke hier im Zimmer, wo ich mich gern so ein bisschen noch entspanne vom Schlafen gehen, mal was lese. Pflanzen gibt es hier auch. Und besonders wichtig im Schlafzimmer ist für mich die Haptik, also Textilien, Strukturen, verschiedene Gefühlsoptionen, sodass man alles anfassen möchte und dass man auch wirklich Lust hat, sich da reinzulegen. Denkt beim Thema Trendpflanze 2022 geht es gar nicht so sehr um einen bestimmten Pflanzentyp, sondern es wird, glaube ich, so ein bisschen immer stärker in die Richtung große Pflanzen gehen. Jungle-Look mit einer großen, ausgewachsenen Pflanze. Und hier sind wir in meinem Flur, der wie viele Flure schlauchig und lang ist. Da kann man nicht so viel machen, aber ich glaube, es reicht ein schöner Akzent, um Gäste willkommen zu heißen. Blumen sind immer super, etwas Kunst und dann fühlen sich alle gleich willkommen. Ich glaube, hier in der Wohnung ist es ein ausgewogenes Zusammenspiel von Pflanzen, Kunst und Möbeln, auch Vintage-Möbeln, die dann ein stimmiges Gesamtbild ergeben. Hier werden wir in der Küche, auch ein sehr wichtiger Raum für mich, da ich sehr gern koche und backe. Es gibt genügend Platz zum Arbeiten, es gibt immer ein paar frische Kräuter für neue Kocherlebnisse. Und dann geht es immer ab hier an den Tisch mit Freunden zum Brunchen oder Mittagessen und einfach entspannt den Tag genießen. Vielen Dank für euren Besuch. Ich hoffe, es hat euch gefallen und jeder ist ein bisschen inspiriert und ihr nehmt so ein bisschen was mit für das eigene Zuhause. Ein bisschen Natur schadet nie.